raus. Dann fahren wir jetzt beide mit einem Watt dahin und ihr werdet euch jetzt erstmal zur Eisenmine begeben und sucht euch richtig geile Punkte, wo ihr nicht gesehen Ja, werdet und und wer, ihr kommt dann versteckt die das zweit Quads. auf den Quad, ne? Was mit. Okay. Wer ist denn jetzt Also, Wolof? ach Achso, so, hier ist na, ich Bartok. dachte, Ja, ja, Wolf also und ich ich. fahren Genau. jetzt zur Eisenmine, ne? Genau, ihr fahrt da jetzt beide hin, richtig. Okay, Und und seit wann verschanzt ist euch, die aber versteckt Eisenmine? auch das Quad, Leute, ne? Ja, Wolf macht das. Alles klar. Und dann könnt ihr Ich ja mach. schon mal einen anschreiben wegen dem TS. Achso, ja, also Du wie machst gesagt, das, ich ich kenne mich muss da nicht so fahren. aus mit dem Hardkey-Shit. Ja, ich nehme auf. Wenn was passiert, weißt du, ist ja doof. Ja, du musst das trotzdem machen. Achso, okay. Warte mal. Oder du fährst, Hadi. Ach, ich kann das ja eh nicht machen, weil ich Wenn du ja mir nass sagst, bin. wohin, wo ich mir den Marker setzen soll, fahre ich dahin. Okay, komm. Warte mal, ich halte an. Dann steigen wir kurz um. Dann schreibe ich den wegen dem TS. Ja, Ja, richtig, genau. wer soll das dann machen eigentlich? Ich weiß nicht, weil ich kenne mich da nicht aus mit dem Hotkey-Shit. Wer ist denn hier Hat Luca. der TS, TS, der TS-Admin sozusagen? Also Ja, wer hat den. wir. Also Chris. Also ein Kumpel von mir finanziert den. Aber, also der Oh, er kennt sich hat uns sicher auch aus. Also ich glaube, der bestohlen. ist nicht online. Oder warte mal, vielleicht kann ich ihn erreichen. Vielleicht schaffe ich das. Warte. Lass mich kurz gucken. Oh, Jan hat den. Geil. Rugen hat ihn bestohlen. Er ist abwesend, aber ich kann ihn mal anschreiben. So, mal angeschrieben. Gucken, No. ob er reagiert. So, ja, Wolf, dann. Achso, halt, wo muss ich hinfahren, Wolf? Sag mir, wo? Jetzt hast du auf der rechten, jetzt ist die weiße Liste in der Mitte leer, ist das richtig? Ja. So, jetzt kriegst du auf Game for You, Community und öffnest dann den Reiter Client. Und da müssten alle unsere Namen irgendwie aufgelistet sein. Richtig, genau, ja. So, und jetzt ziehst du von rechts in die Mitte, ziehst du Kati Chan X3. Warte, warte, warte. Ganz unten. Katichan X3, ja. Genau, dann ziehst du Sochi rein. Warte, wo ist er denn? Mitte. Da ist er, genau. Alles Dann klar? ziehst du Blackout Lukas rein. Ja. So, dann ziehst du Chiller Gurke FI rein. Warte, warte, warte. Wie geht's blind? Muss er, warte mal, ich mach mir hier kurz ein bisschen größer. Ah, hier ist er. Okay. Chiller Gurke FI, dann ziehst du rein Brummi. Richtig. So, dann ziehst du rein Natrium. Warte. Na, ja. So, fertig. Das war's. Okay. So, und Und jetzt dann dann kriegst du okay. auf okay. Nicht genau. So, sprich, du Okay. bleibst in Spot 3 drin, du bist instant im Chat mit deinem Team und wenn du mir was Ja. sagen willst, drückst du den Hotkey und dann sprichst du mein komplettes Team an. Okay, machen wir gleich mal kurz. Und wichtig ist immer, wenn ich zu dir was sag, Team 1 an Team 2 und wenn von dir was kommt, Achtung, Team 2 an Team 1. Wie zum Beispiel, ihr seht ein feindliches Fahrzeug. Team 2 an Team 1, Achtung, feindliches Fahrzeug mit X Personen ist das und das Fahrzeug. Okay. Okay, dass auch mein Team weiß, Achtung, jetzt kommt eine Info von Team 2. Okay? So. Okay. In welchem Auto bin ich jetzt hier drin? Bei Natrium, ne? Stopp, stopp, stopp. Der Chris, der spielt nicht mit, weil der ist irgendwie gemutet, keine Ahnung warum. Nee, der Der macht nicht mit. Natrium. Ich move ihn gleich raus. Okay, Natrium und ich, wir moven jetzt wieder in Squad 1. Ich sag zum Sochi, dass wir Ja. uns hochziehen. Bitte mich und Natrium hoch. Und dann geht's endlich los. Okay. So, und Machen wichtig, wir. Brummi und David sind die jeweiligen Gruppenführer und wir kommunizieren und die anderen hören zu, ja? Gut, kriegen wir Jetzt hin. ist alles wieder. So, am besten testet mal das mit dem Wispern gleich. Team 1 an Team 2 Test. Ja, läuft. Promi? Team 1 an Team 2. Hört ihr mich? Ja. Okay, warte mal. Nee, warte, ich kann's ja nicht sagen. Brummi antwortet, Team 1 hört David. Hört David Alles klar, Brummi? Supi. Top. Wunderbar, also die Kommunikation funktioniert. Komplettes Team 2 begibt sich jetzt bitte zur Eisenmine und gibt mir Meldung, wenn ihr losgefahren seid. Wir sind da. Wir haben Stellung bezogen. Mit seiner dicken Knifte. Warte mal, am besten hier oben, wenn ihr jetzt reinfahrt, links von euch ist ein Bergchen. Und da liegen so haufenweise Steine. Da links von uns. Ich sehe gerade nichts. Und okay, erstmal ruhig.
Erstmal geht einer auf so einen Zylinder rauf, entscheidet euch. Wolf, ich oder du? Ja, ach, lass mich kommen. Okay. Okay, und der nächste, wer jetzt nicht zum Zylinder geht, der guckt jetzt hier auf den Eisenschmied. Was? Und soll guckt ich den, links von sich. Soll ich den, der näher ist? Da ist ein Berg und da liegt ein der weiter weg steht, der rechte von den. Ah, okay. Und wo du denn? Gehst jetzt nach da vorne hin. Jetzt, ich guck ganz geradeaus. So, da sind so kleine. Genau, okay. Genau, da geh hin. Soll ich mal im Zeitchat schreiben, da sind welche an der Eisenschmiede und wäre so überfallen? Ja, dann würde ich Brummi töten, ey. So, ich gebe jetzt Meldung. Team 2 an Team 1, Team 2 ist auf Position und guckt. Das kommt doch bestimmt cool, wenn er irgendwie so 15. Team 1 an Team 2, 800 Meter sind wir da. Beschützt uns. Team 2 hat verstanden. Wir müssen uns aber auch gegenseitig im Auge haben, ne? Na klar. Hier ist so offen. Ah. Wir haben nicht den Schutz der Dunkelheit. Ich sehe doch die 8-Ecke oder 6-Ecke. Den einen, okay, also Dings sehe ich, Natrium. Genau, wo, mal, wir fahren jetzt wohin? Wo fahrt ihr jetzt hin? Wir fahren jetzt zum Eisenhändler. Du musst jetzt zur Eisenschmiede. Nein, ich fahre jetzt auch zum Eisenhändler. Ich der soll dahin. Hallo, weil, David soll doch zu uns, Waffen, ne? Mehr. Was? Ja, dann passt das doch. David soll doch zu uns kommen, oder? Ja, richtig. Naja, dann Silberhändler, Wolf, dann erzähl mal weiter, fahr mal weiter, fahr mal weiter, fahr mal weiter. Die werden da mit den LKWs parken. Hallo, hallo, hier ist Pinkelpause. Okay. Hier steht eine Karre, nur so eine leere. Ja, das ist Pinkelpause, der wartet hier irgendwo. Deswegen aussteigen und suchen. Gut. Wo habt ihr den getroffen? Auf welchen, wo seid ihr genau? Ja, beim Eisenhändler, der ist hier definitiv, seine Karre ist hier. Okay. Team 2 und Team 1, wir haben gerade auf Pinkelpause getroffen und werden ihn jetzt suchen. Team 1 und Team 2 negativ, ihr guckt Sichtkontakt Kupferhändler. Punkt, Ende. Da sind wir ja, du Lutscher. Okay, alles klar, dann. Der ist hier definitiv, sucht die ganze Umgebung ab. Der hat eben schon Leute ausgeraubt. Ach, siehst du den Namen auf der Karre oder was? Nein, ja. Das war seine Karre. Sein silberner SUV. Aha. Ja, was sollen wir machen, wenn wir ihn sehen? Ja. Aufschießen. Gar nichts. Gar nichts. Also, entweder schreit er Überfall und ihr schießt. Oder wir, okay. Schon klar. Oder wir. Aber er wird als erstes schreien, denn wir machen nichts. Ich glaube, er ist auf dem Berg hier. Ja. Nee, jetzt bin ich hier. Hey, das bist du, Hadi. Ja, ja. Digga, chill. Ich seh euch doch. Du hast doch das Symbol, Mann. Also, das müssen wir noch üben mit den Symbolen. Team 1 an Team 2, 3,4 Kilometer. Habt ihr Sichtkontakt zum Kupferhändler und seid ihr sicher? Ende, Fragezeichen. Mami, bist du behindert? Na gut. Passt schon. Ich bin links von dir, Natrium. Natrium, entweder. Okay, sie kommen. Team 1 an Team 2, 250 Meter. Seht ihr uns? Ende? Ja, nope, Team 2 sieht euch, alles klar. So, hoffen wir mal, dass es gut geht, Team 2. Bis gleich. Ich hab den Brummis. Team 2 verstanden. Wagen habe ich in Sicht. Bitte? Das ist Zoji, okay. Genau. Und der dritte. Kann man nicht irgendwie ausschicken? Das ist mit Gurke, diesem okay. Haken. Eben der 1. Man kann scrollen. Das auch ausschicken mit. Du kannst scrollen. Wenn du mit dem Binoculars auf dem Fahrzeug oder Menschen bist, scroll, dann siehst du den Namen. Ja, aber auch mit der neben der 1 diese Taste. Ja, das kann sein, aber ich mach's mit Scrollen. Ist einfacher. Okay. Team 2 hat Kontakt zu Ifrit. Achtung, Achtung. Was? Wo? Ach da. Ifrit ist zwischen beiden. P-Mann, warte, P-Mann stark. Ja, P-Mann, lass die. Ist P-Mann Gruppe, Achtung. P-Mann stark, ne? Gut. No, das ist einmal Brian und einmal. Nee, die halten an. Okay, ja, okay. Die drehen um. Okay. Ja. Die lass die. Ja, ich wollte sagen. Team 2 und Team 1, eine Gruppe hat angehalten und legt jetzt vor uns. Sie steigen aus. Wenn die jetzt was machen, Sniper. Dann ist es ja wirklich... Die fahren aufs Gelände. Aufpassen. Ja. Okay. Noch ein Ifrit, Zahn-Sniper. Sind jetzt alle zwei auf dem Gelände. Und es ist Sniper mit dabei, Stark und Brein. An Brummi. Brummi, du klärst das mit denen. Brummi, der klärt redet das, ja. Auch schon. Alles klar, verstanden. Das ist Brian. Ja, und Stark und Sniper sind da drin. Ja, die werden jetzt auch erstmal aufpassen. Die machen nichts, keine Sorge. Wenn denn, ist Krieg. Leute, also ich kann nichts machen, aber...
Ich, ja, kann, ja. Ja, ich kann ja meine Handfeuerwaffe geben, machen, wenn du willst. Weißt du, was die an Kohle machen andauernd, ey, wo ich dabei war? Wo ich dabei war? Ja, normal. Das ist krass, das ist einfach nur krass, was wir an Kohle gemacht haben, Alter. Also, David, wenn du willst, kannst du meine Handfeuerwaffe kriegen, erstmal. Nee, passt schon. Ich stehe im Busch, passt alles. Wird schon. Ich bin ja so offen, ne? Ich habe hier kaum Gebüsch zum Verstecken, richtig, ey. Das ist kacke. Dann leg dich einfach hin und bleib liegen, nicht bewegen. Naja. Team 2, wie sieht's aus? Brummi schreibt, der Screenshot von gestern. Aha, okay, der war gut. Warum hat man ständig fremde Leute in der Gruppe? Okay. Die haben Probleme scheinbar. Cool. Was macht der Ifrit da? Hat der jetzt mein Auto geschrottet? Na? Ich weiß es nicht. Da müsste ja Reparatur in Klammern stehen, wa? Ja, parkt halt einfach noch mehr. Ich habe keinen Sichtkontakt mehr. Zu wem? Romy, wie sieht's aus? Ist alles safe oder was wollen die? Romy hat keine Ahnung, passt auf uns auf. Okay, alles klar. Die werden okay, Leute, guck genau drauf, auf die Ifrit-Fahrer. Alles, was jetzt nicht rechteckig ist, sechseckig ist, wird erstmal geaimt, also draufhalten ins Visier und gucken, was sie machen. Immer schön auf Kopfhöhe halten. Hadi, du musst dich anstrengen, ich habe keinen Sichtkontakt. Oha. Na, ich sehe beide Ifrits stehen. Ja, okay. Warte, da ist noch ein dritter Wagen gekommen, oder? Na klar. Wir haben super Sniper da drin, also am besten gucken. Wollen die uns blockieren oder? Weiß es nicht. Was machen die da? Team 2 an Team 1, was haben die vor? Bitte um Erklärung. Ich habe eine Nachricht von Team Frido. 1 an Team 2, die wollen wissen, wer es in Tempest das ist. Bitte passt auf uns auf, Ende. Team 2 hat verstanden. Welcher Tempest? Was für ein Tempest? Ich habe auch keine Ahnung gerade. Ich hab Promi, das ist unser Tempest. Das ist unser Tempest. Promi, das ist doch unser Tempest. Ja, die fahren auch schon wieder los. Okay, ja, ich sehe das halt nur von oben, ich höre ja nichts. Ja, du siehst doch voll den unten. Tempest dazwischen. Ich sehe nicht. Sehen nur die zwei roten, orangen. Also, ich sehe da nichts. Der Baum ist davor wahrscheinlich. Ich habe auch kein Visier oder sowas. Ich dränge mich an, hier alles zu. Einen Blick zu behalten. Lol. Uns gegenseitig ein. Die haben nur Langeweile. Ja, die wollten wissen, wer das hat. Wer das ist. Ich schreib mal einfach. Ach, hey, Langeweile. Die wollten uns überfallen, hey. Ach Quatsch, glaube ich nicht. Yeah. Team 2, Brummi, der jetzt am Waffenende vorbeifährt, hört Schüsse. Ende. Ja, das war der. Team 2 verstanden. Wo soll ich denn jetzt hinfahren? Du siehst doch mich. Oben auf dem Berg. Nein, ich bin noch in der Kavala. Wer sitzt im roten Fahrzeug, Ende? Ich sitze im roten Fahrzeug. David. Alles klar, rotem Fahrzeug folgen. Wo soll ich hinfahren? Wolf, ich folge dir mal, ne? Ja, ich bewege mich wo mal. Wo soll ich hinfahren? Nördliche Mine. Nördliche Mine. Wir sind ja jetzt, hier ist ja die Kupfermine. Folg einfach der Autobahn. Warte mal. Warte mal, Kupfermine. Da müssen wir jetzt eigentlich hier runter, ne? Richtig? Ja, ja. Fahr links aus Kavala raus. Ich hab ein Ifrit im Blickfeld. Ich sehe ein Ifrit. Von wo? Von wo? Von links. Von geradeaus. Echt? Wo siehst du den denn? Von der Mine. Ifrit an der Mine. Ifrit an der Mine. Wow. Ifrit. Jeder wette, das ist Stark. Ich guck wusste, mal, wer das ist. Das ist Stark. Das ist Stark. Ich wusste, das sieht man an der Stark ist bei uns an der Kupfermine. Kupfermine. Stark ist bei Kupfermine. Ihr seid jetzt doch Kupfermine oder was? Einmal Brummi hinterher. Ja, Kupfermine. Ja, oh. Wolf, ich lauf hinterher, ja, ist richtig, ne? Naja, ich hab euch im Blickfeld. Also ich meine, ich bleib in der Nähe, ne? Alter, in Kavala erschießen sie sich alle noch gegenseitig, weil jeder... Ach, das sind bitte die beiden Ifrits. Leute, ihr bleibt oben. Wo sind die Ifrits? Unten beide. Also da, wo auch... Okay. Warte, da, wo auch... ist kein Ifrit. Gurke ein gerade Ifrit steht. Ist da. Stark einer. Ist da. Stark ist... Das stark ist stark. Stark. Brummi, wie sieht's aus? Was wäre der Ifrit-Fahrer? Der Ifrit-Fahrer bewegt, also der Ifrit bewegt sich wieder und scheint wegzufahren. Nee,
Haltet mal die Augen offen, ne? Doch, der Ifrit scheint sich wegzubewegen. Scheint. Ja, doch, er geht auf die Straße. Er fährt auf die Straße. Ja, er scheint wegzufahren. Warum auch immer. Kann ich nicht fahren, ne? Und das ist ein sechsjähriges Kind oder was? P-Mann Stark fährt jetzt gerade weg. Von der Kupfermine. Wollten wir nicht in die Kupfermine? Wir sollten doch hier nördlich. Auf dem Berg. Was? Ja, bleibt da oben liegen. Ja, sind wir doch. Ein bisschen. Oder nicht? Ja, ich meine, wir alle. Ja, nein, ihr bleibt oben. Ihr seid Sniper. Ihr sollt gucken. Wir sollten Sniper sammeln, oder nicht? Wir sind Spotter. Mann. Ja, ihr seid Spotter. Hey. Pinkelpause und was? So haben gerade jemand überfallen. Pinkel. Wir waren der Dritte. Fahrzeug 3 verliert langsam den Anschluss zu Fahrzeug 2. Langsam Fahrzeug 2? Fahrzeug 2 ist... Ich hab schon wieder den Anschluss gefunden. Aufpassen, okay. Dass in den Garagen niemand überfahrt. Die haben JS 1000 gefangen. Echt? Ja. Die Fahrzeuge bleiben abgeschlossen. Gesundheit. Das war Nieser, Gesundheit. Bitte Alter, langsam, schön, langsam Abstand. Nicht an den Fahrzeugen vorbeifahren. Bleibt etwas so stehen. Ist ein Sanitäter online? Nee, aber wenn du willst, jogge ich mich gleich um. Nö. Fahrzeug raus. Alles klar. Verschlossen. Okay. So. Nächstes Fahrzeug her. Hallo, schon Weg gehen? Bitte? Bitte gehen Sie weg, Herr Busch Jesus. Vielen Dank. Herr Busch Jesus. Gut, Leute, ich melde mich ab. Hat alles klar. Spaß gemacht und man sieht sich, ne? Ja, okay, bis zum nächsten Mal. Haus rein. Ciao, ciao. Ja, bis dann, gute Nacht. Alle. Sind alle raus aus dem Auto? Der ist immer da im Krankenhaus. Okay, Fahrzeug ist. Achtung, bitte aus eingelockt. Fahrtlinie von Fahrzeug 3 gehen. Und rat mal, wer dran ist. Fahrzeug 3, bitte alle aussteigen. Yes. Also, P-Mann Andi und die LSD-Fee, die sind noch online. Und Sniper auch. Das sind die Falschen. Machen wir heute noch was, oder? Also, Brummi ist für heute raus, ich muss morgen um 7 aufstehen. Okay, ich verstehe. Schade, haben wir. Jedenfalls noch irgendwelche Typen. Passt auf eure Waffen auf, ne? Ist einfach, ich weiß nicht, ist irgendwie viel zu viel los. Mausi, machen wir noch heute auch für... Heute Schluss, ja. Ne? Natrium, wo bist denn du gerade? Ich hole mir gerade ein Sanitätsauto. Mitchell? Ja. Alles auf Aufnahme? Oh, na natürlich, Digga. Ich schneide dann, wie gesagt, wieder alles. Guti. Natrium? Ja. Wo bist du? Mit Justin, wirst du weiter zu spielen? Warte. Na, ich weiß nicht. Was ist das Zombie? Mal gucken. Ich guck erstmal, wie voll die Platte jetzt ist und so. Ich hab heute ein bisschen länger Zeit. Werd schauen. Machen wir Killing Floor? Besprechen wir gleich, lass mich erstmal. Also erstmal ciao Brummi, ciao alle. Ciao, alle. Ade, ja. Ciao alle, die jetzt gehen wollen. Ja, so. Einfacher. Ja, ich lock jetzt aus. Die lock ich auch aus. Ja. Ich sag für die Aufnahme tschüss auf 3, ne? So, wenn ihr mehr Arma 3 tschüss. So, ne, dann schreibt's in die Comments. Wisst ihr ja, kennt ihr ja. Müsst ihr. Oder auch nicht. Ey, schreiendes Chaos, ne? Blob umgefallen. wartet mal, du nimmst das alles auf. Ja. Für wen? Für YouTube. Das heißt, wenn irgendein Mensch, der uns kennt, durch Zufall auf euren YouTube-Channel joint, dann weiß der, wie wir fahren und wie unsere Taktik ist. Ist das richtig? Ich schneide nur die Sachen rein, wenn wir halt, wenn was passiert, sag ich mal. Oder wenn was verdächtig erscheint. Also die Fahrwege generell, die schneide ich komplett raus, weil das ist langweilig zu gucken. Und auch die Kommandos, siehe, ihr nehmt das ein und wir gehen dahin und wir sehen uns und Fininü. Scheiße. Das auch, ja, gut, oder? Ja, mach ich. Okay. Omi. Ja. Oh, mein Kanister. Der Sprit ist leer. Hier steht ein Quad! Ich hol mir Dietrich. Ich hab Kanister dabei. Oh, das